In diesem Anwendungsvideo geht es darum, wir wollen ein Vorschaubild für einen Film erstellen. Wie kommen wir jetzt zu diesem Bild? Wir können das natürlich fotografieren, aber ich brauche das genau jetzt in diesem Moment und ich erinnere mich, dass ich einen Film habe, wo dieser Zusammenhang dargestellt wird. Ich gehe also einmal auf den Ordner, wo dieser Film sich befindet. Also jetzt hier, wo ich hier mit dem Mauszeiger drauf zeige, das ist ein Film. Und dieses Bild, was ich jetzt hier sehe, dieses Bild, das möchte ich fotografieren. Wie mache ich das? Ich starte dieses Video, klicke ich einmal drauf. Mit einem Doppelklick. Mit so, jetzt stellt er das auch scharf. In diesem Anwendungsvideo geht es um den... Jetzt stoppe ich einmal hier unten auf dieses Symbol, was hier vorher war, diese zwei Balken. Das heißt also, ich möchte den Film stoppen. Und wenn ich hier, nachdem ich den Film gestoppt habe, sehe ich dann hier das Symbol für die Wiedergabe, dass ich die Wiedergabe fortsetzen könnte. So, jetzt habe ich hier genau dieses besagte Bild, was ich verwenden möchte. Und ich kann also jetzt einmal hier zum Beispiel eben vorspulen, ob da vielleicht ein anderes Bild ist, was mir besser gefällt, wo ich eben auch das sehe, so wie dieses hier zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Sagen wir einmal, wir nehmen dieses Bild und jetzt möchten wir das abfotografieren und dazu benutzen wir ein Programm, das nennt sich hier unten, das ist das Symbol hier davon, das nennt sich CraneShot. So, und wenn ich einmal hier drauf tippe, hier unten auf dieses Symbol, dann kann ich zum Beispiel auswählen, was ich abfotografieren möchte. Und ich sage einmal, ich möchte einen Bereich abfotografieren, denn ich möchte ja hier nicht die Überschrift und hier die ganzen Symbole abbilden, weil es ja nicht um dieses Programm geht hier, was ich hier zeige, das Programmfenster, sondern nur um das Foto, den Fotoinhalt. So, jetzt sage ich einmal, ich möchte nur einen Bereich abfotografieren hier oben und klicke dann einmal mit der linken Maustaste drauf. Und jetzt zeigt er mir die Stelle, wo ich jetzt gerade drauf klicke. Hier zum Beispiel würde ich jetzt dann in den Schriftzug hier vergrößert dargestellt bekommen, dass ich den richtigen Bereich anklicke. So, jetzt klicke ich einmal mit der linken Maustaste hier oben an diese Ecke und fasse das einmal an und halte das gedrückt und gehe dann einmal bis unten rechts auf den Bereich, den ich fotografieren will. Und wo ich jetzt hier unten bin, in dem Moment lasse ich hier dann los, wo ich sage, das ist der richtige Bereich. Jetzt lasse ich die linke Taste los und dann blendet er mir ein Untermenü ein, was möchte ich mit diesem ausgewählten Bereich machen. Ich sage einmal, ich möchte das Ganze speichern unter hier. Das ist sofort der zweite Eintrag. Das heißt also, ich möchte diesem Bild einen Namen geben und ich nenne es einmal Startbild. Für Startbild. Das ist schon mal die Aussage, die Hauptaussage Startbild. Und das soll sein für ein Video. Eine SD-Karte. Auslesen, mehr schreibe ich jetzt nicht, das reicht erstmal auslesen. So, und dann gehe ich einmal auf Speichern. Könnte ich jetzt also einmal auf Speichern gehen. Und zwar, ich habe mir den Pfad vorher schon ausgesucht. Und zwar ist das dieser PC, das Laufwerk C, der Benutzer unter und dann auf dem Desktop. Und dann habe ich hier einen Ordner mit einfach irgendwelchen Buchstaben gemacht, hier um das hier zu sammeln. So, und in diesem Ordner auf dem Desktop, da finde ich also diesen Eintrag hier. Und wenn ich das jetzt hier einmal auf Speichern gehe, und das mache ich, indem ich mit dem Mauszeiger hier auf Speichern gehe und dann einmal die linke Maustaste drücke. So. Jetzt sage ich also, dieses Video möchte ich erstmal nicht weiter benutzen, aber weil genug Platz ist hier genug Speicherplatz ist, sage ich einmal, ich verkleinere nur hier das Fenster und dann ist das hier unten, steht mir das jederzeit hier unten nochmal zur Verfügung, wenn ich hier unten in dieser Tastleiste auf dieses Symbol von dem VLC-P
leer gehe. So, jetzt habe ich also dieses Bild einmal gemacht. Und wir sehen einmal, hier ist dieses Bild, was ich hier gerade aufgerufen habe. Und ich könnte jetzt also dieses Bild einmal durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, steht mir das jetzt hier zur Verfügung. So. Und ja, im Grunde geht es darum, wenn ich dann also jetzt das Ganze dann eben als Film dann zeigen wollte, dann würde ich also als Beispiel hier mit diesem Bild beginnen und würde dann, also entweder mit diesem Bild beginnen und würde dann hier eine Laufschrift zum Beispiel drüber fahren lassen, hier die erklärt, worum es in diesem Anwendungsvideo geht. Ja, dafür könnte ich das zum Beispiel benutzen. So, das war schon das ganze Video, Anwendungsvideo. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.